Ich habe heute Morgen schon gedacht, als ich hier reinkam, als die erste Runde lief, was für eine tolle Gruppe, was für ein toller Kreis, was für tolle Facilitatoren. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich jetzt auch gesagt habe, ich bin mal wirklich von A bis Z dabei, weil ihr für uns, für mich eine wichtige Bezugsgruppe seid, eine Repräsentantengruppe nach innen und nach außen. Und deswegen bieten wir auch nach wie vor diesen Rahmen und laden euch ein, weil ihr für uns einfach ein wichtiger Kreis seid in dem großen Netzwerk von Alumni, sind ja mittlerweile über 5000. Wir haben jetzt 150 Master ungefähr, also auch das ist schon eine große Gruppe geworden. 2019 wird es eine weitere Mastergruppe geben, die wir gerade besetzen. Ich führe gerade mit jedem wieder das Vorgespräch dazu, also es wickelt sich auch da ein Kreis weiter, aber es ist schön, dass wir einfach mit euch in diesem Rahmen immer wieder Kontakt haben. Genau, also ich versuche es mal wirklich in der Kompaktheit darzustellen, all das, was ich erzähle, ist nichts, was nicht auch irgendwo schon mal deutlich geworden wäre. Wir versuchen ja auch über unseren Newsletter, über unsere Kanäle vieles von dem zu transportieren, was wir machen. Deswegen sind es keine Geheimnisse, aber es ist nochmal so in der Schnellversion das, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat. Und ich habe hier den Laptop angeschlossen, weil ich euch zum Schluss noch was ganz Aktuelles zeigen will. Ich habe es aber auch deswegen aufgelegt, weil ihr ja da nochmal diese drei Felder seht. Und das ist das, womit wir uns auch 2016, 2017 auseinandergesetzt haben, nämlich mit der Frage, was macht eigentlich das ISB im Kern aus? Was ist so die DNA des ISB? Und das sind aus dieser Auseinandersetzung damit diese drei Felder entstanden. Einmal, wir sind professionalisieren, eine Akademie in unserem Geschäft auch. Das ist nach wie vor unser Geschäft. Wir sind ein Lernort, würde man jetzt vielleicht ein Stück erweitert sagen. Also wir sind nach wie vor im Kern wollen ein Ort sein, an dem Menschen für sich selbst und für ihren Organisations- und vielleicht auch Lebens- und Gesellschaftshintergrund lernen. Dazu erzähle ich gleich ein bisschen was. Der zweite Teil ist, wir vernetzen, wir sind eine Netzwerkorganisation. Wir verstehen uns als Netzwerknotenpunkt, wir verstehen uns als Plattform und dazu gehört auch sowas wie das hier. Auch da werde ich euch ein paar Sachen erzählen, was wir da in den letzten Monaten und auch zukünftig in 2019 machen werden. Und der dritte Teil ist entwickeln. Also wir sind ein Think Tank, würde man vielleicht neudeutsch sagen. Wir versuchen Themen aufzugreifen, die aktuell sind, mit denen wir uns auseinandersetzen und dann immer mit der Frage, was hat es für unsere große Überschrift humanes Wirtschaften zu tun. Vieles davon landet dann bei uns in den Curricula, manches landet aber auch in Entwicklerkreisen. Wir haben jetzt nächste Woche was, das erzähle ich euch gleich. Also sind da einfach nach wie vor an den Themen dran. Das war früher der Bernd im Wesentlichen, der hat in seinem Kämmerchen gebrütet und hat dann irgendwas produziert, meistens was sehr Wertiges. Und auch das ist so ein bisschen im Übergang. Also auch da werde ich euch was zeigen, was ja auch gemäß dieses Übergangs, der ja auch bei uns stattfindet, dann entstanden ist. Deswegen kommen wir da gleich wieder zurück. Zum Schluss auf auch eine Sache, die wir jetzt ja gerade online gestellt haben, nämlich unseren Campus. So, und jetzt will ich euch einfach entlang dieser drei Säulen, jetzt geht es auch gerade aus, das passt ja wunderbar, das brauchen wir erst später wieder, ja, ein bisschen zeigen, was wir da gemacht haben. Und ich mache das jetzt auch mit Klebezetteln, wie das heute üblich ist. Was haben wir in diesem Feld professionalisieren gerade vor? Wir haben, also ich erzähle immer wieder, das sage ich auch immer wieder, Rahmen dazu, das, was neu ist, was sich jetzt entwickelt hat, das heißt nicht, dass nicht das alte, bestehende, unser Curriculumsgeschäft jetzt in der Seite zum Beispiel nicht mehr da wäre. Wir haben unsere drei bzw. vier Curricula, die sehr gut laufen. Wir hatten ein tolles Jahr von der Nachfrage. Und jetzt erzähle ich euch immer die Dinge, an denen wir am Entwickeln sind, was vielleicht neu dazukommt, Entwicklungen am ISB. Und da kommt jetzt ein fünftes Curriculum, wenn man so will, neben Beratung, neben OE, neben Coaching und neben Young Professionals, ein fünftes Curriculum dazu, speziell zum Thema Personalentwicklung und Lernkulturentwicklung. Wird auch der Marc mitwirken, wo wir nochmal sozusagen die andere Seite oder die komplementäre Seite von Personalentwicklung als eigenes Curriculum aufsetzen wollen. Weil wir gemerkt haben, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was wir am ISB sowieso schon immer machen, nämlich Menschen und Organisationssysteme in Lernprozesse bringen. Und da wollen wir neben dem systemischen Fundament, was auch dargelegt wird, wie in jedem anderen Jahr eins auch, uns speziell mit dem Thema Lern,
Architektur, lerne Kulturentwicklung aus der Personalentwicklung, aus der Führungskräfteentwicklungsperspektive und auch aus der Führungsperspektive auseinandersetzen und Menschen qualifizieren, sich mit dieser Perspektive lernen und Entwicklung von Personen komplementär zu der Entwicklung von Systemen auseinanderzusetzen. Soll im Juni starten, ist also nochmal ein eigener Fokus für ein eigenes Curriculum. Ich belasse es mal immer bei diesen Kurzbeschreibungen, wir können dann später nochmal gucken, wenn es da einzelne Fragen gibt. Dann eine Entwicklung, die wir mit einem internationalen TA-Kollegen von Bernd gerade betreiben, nämlich ein Curriculum in Indien, was wir sozusagen mit unseren Konzepten und dem Lernkulturfundament hinterlegen. SDOC steht für Systemic Dialogical Organizational Coaching, also eine organisationsbezogene Coaching-Ausbildung, die der Kollege in Indien auch für den indischen Markt anbietet, in der Entwicklung mit uns. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt einer aus Europa hinfliegen wird, das ist klar, aber wir haben ja uns schon ein paar Jahre damit beschäftigt, wie können wir auch in den englischen internationalen Raum gehen, und das ist jetzt einfach eine Möglichkeit, wo wir für ihn, mit ihm zusammen ein Curriculum entwickeln, was er dann für diesen sehr speziellen indischen Markt anbieten wird. Das lasse ich vielleicht mal. Dann haben wir nach wie vor, muss ich da sagen, uns speziell mit so mittelgroßen Programm, nämlich 12-Tages-Programm an diesen Kreis von Top-Verantwortlichen zu richten. Das ist bislang nicht gelungen, weil das nicht ganz einfach ist, aus, glaube ich, ganz verschiedenen Gründen. Wir sind da selbst in einem Lernprozess, lassen die Idee aber nicht los, weil wir denken, wir hatten es ja heute Morgen, der Fisch duftet vom Kopf her, das ist ja der Flyer, oder es ist Chefsache, und wir denken nach wie vor, es gibt eine Chance und auch einen gewissen Bedarf von Menschen, die sich in so einem Denkraum bewegen, auch in solchen Positionen sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich hatte jetzt am Donnerstag, also gestern Nachmittag, jemanden, Geschäftsführer aus einem mittelständischen Unternehmen, der mir von der Seele geredet hat. Er hat gesagt, er braucht eigentlich einen Sparringsraum, einen Lernraum, er braucht eigentlich einen Austausch, er braucht eigentlich systemische Ideen für Unternehmensführung, und er findet dazu nicht was, außer er geht jetzt nach INSEAD oder in große Business School, das kann man auch machen, aber wir denken, da gibt es ein Segment, was sich auch in unserer Lernkultur mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Ja, und dann jetzt eher nicht inhaltlicher Art, Lehrtrainerübergänge, das ist was uns in dieser Säule gerade sehr beschäftigt. Wie ihr ja vielleicht gelesen habt und wisst, ist diese Garde der langjährigen Lehrtrainer dabei, sich zu verabschieden oder aus dem Curriculum rauszugehen. Das betrifft im Wesentlichen ein ganzes Curriculum, nämlich das Coaching-Curriculum. Die Lehrtrainer werden geschlossen aufhören. Die werden also nächstes Jahr in 2019 keine Coaching-Curricula mehr neu starten. Die haben jetzt in diesem Jahr 2018 noch Curricula begonnen. Die werden sie auch noch fertig machen. Das geht zum Teil bis 2020. Aber sie beginnen nächstes Jahr keine neuen Curricula mehr. Und ab 2019 werden dann neue Lehrtrainer, zum Teil neue, zum Teil Katja und Joachim, die sind ja schon lange bei uns tätig, die gehen dann rüber ins Coaching, werden dieses Coaching-Curriculum fortführen. Die Angelika Lehnen wird aus der systemischen Beratung rausgehen, in einem ähnlichen Modus, hat dieses Jahr noch begonnen, wird nächstes Jahr nicht mehr neu starten. Im Young Professional haben wir einen Wechsel, weil Katja und Joachim ins Coaching wechseln. Also da gibt es eine ganze Reihe von Bewegungen, werden 6, 7 neue Lehrtrainer nächstes Jahr in unserem Kreis haben, die wir jetzt gerade schon einführen, die wir onboarden. Also es ist natürlich für das ISB, für uns, ein ganz wesentlicher Übergang, weil das Kollegen sind, die sind seit 20, 25 Jahren für uns tätig. Die Dörte kennt den Bernd seit 40 Jahren, also das ist schon eine ganz wesentliche Veränderung und ein Übergangsprozess. Und zumindest in der Art und Weise, das kann man jetzt schon mal sagen, wie die Curricula für 2019 angenommen werden, gibt es da keinen Bruch. Also wir haben jetzt schon volle Curricula, ausgebuchte oder zum Teil mit Reservierungen bestückte Curricula auch im Frühjahr 2019, sodass die Produkte als Produkte weiterlaufen können, wenn auch dann mit anderer Besetzung. Dann gehe ich in die zweite Säule. Genau, vielleicht nochmal vorab, wir hatten es gerade mit der Regine in der Pause, es ist nach wie vor ein ganz wichtiger Teil, Community-Arbeit zu machen, Netzwerkarbeit zu machen. Das ist eine wesentliche Säule, die nach wie vor für uns ganz tragend ist, jetzt auch aus dem Gesichtspunkt, dass nach wie vor über 90% der
Neuteilnehmer aufgrund von Empfehlungen kommen. Das ist jetzt nur der eine Teil, warum wir da auch Wert drauf legen. Aber das Ganze lebt von den Austauschkreisen, von der Kultur, sich miteinander zu begegnen. Und deswegen haben wir da vieles entwickelt, weiterentwickelt. Und da gebe ich euch auch mal so einen kleinen Überblick, was wir da mittlerweile alles machen. Das eine, was jetzt auch hier in der Mitte liegt, wo wir euch auch gerne nochmal einladen, Ende Januar 2019 ist unser Pionierlabor. Die Idee, wir stellen Projekte von Netzwerkern für Netzwerker zum gemeinsamen Lernen auf die Bühne. Also wenn ihr, auch das würden wir durchaus noch ein, zwei Projekte aufnehmen, wenn ihr ein Vorhaben habt, so wie wir es heute Mittag auch hatten, wo ihr sagt, da ist uns eigentlich was gelungen, aber mit Höhen und Tiefen, das muss nicht Hochglanz sein, woran wir was studieren, woran wir was lernen können, dann ist das ein eigenes Forum, anderthalb Tage, genau zu diesem Zweck. Also das ist die Fortführung der DBVC-Dialogforen, die wir eigentlich im gleichen Setting für den Deutschen Bundesverband Coaching über 10 Jahre angeboten haben. Also ein Praktikerforum, um gemeinsam weiterzulernen in ähnlichen Formaten wie hier, wie ihr es auch kennt. Und da wird Ende Januar das nächste stattfinden, das dritte in dieser Reihe. Das hat sich toll entwickelt, einfach um auch in einem kleinen Format an gemeinsamen realen Arbeitsprojekten weiterzulernen. Und was da das Schöne ist, wir haben diese Plus-1-Variante, also ihr seid auch eingeladen, erstmal ist es ja eine Netzwerkveranstaltung, jemand aus nicht dem Netzwerk mitzubringen und einzuladen und da auch mit mir hinzunehmen und vielleicht auch zu zeigen, was machen wir da am ISB so und in welcher Art und Weise tun wir das. Also es ist auch eine schöne Form, da mal jemanden niedrigschwellig mitzunehmen. Da kann man auch nicht ISB da mitnehmen. Genau. Ja. In das Pionierlabor. Ja. Das ist auch preislich attraktiv, weil wir dann gesagt haben, das ist dann nicht der doppelte Teilnehmerbetrag, sondern da gibt es einen eigenen Betrag, wenn du jetzt jemanden mitbringst, für euch beide. Also das ist einfach eine schöne Möglichkeit, da jemand mal mitzunehmen. Dann ISB Nord, da hatten wir jetzt ja gerade die zweite Veranstaltung in Hamburg, da ist ja die Anke sehr engagiert, also unser Step nach Norden. Die Distanz zu verkürzen in Richtung Hamburg, Berlin und Co. und Bremen. Das hat sich auch toll entwickelt, zwei tolle Veranstaltungen. Oh, wow, ja. Ich gebe mal noch 5 Minuten dazu. Das ist ja eine Quelle. Also hat sich toll entwickelt mit viel Engagement von Anke und Caroline und Andrea und natürlich vielen anderen. Carsten war dabei in den ersten Runden, wo wir da wirklich so einen kleinen Leuchtturm errichtet haben, der wächst noch. Da ist auch viel, glaube ich, von der Kultur, von der Begegnungskultur deutlich geworden. Es waren ja auch einige von euch dabei und das werden wir auch aufrechterhalten. Da muss ich jetzt rein. Ja, da musst du rein. Das nächste Datum ist der 21. September 2019. Auch das Datum für 2020 gibt es schon. Ja, wir setzen uns da auch ein bisschen Ziele. Und da steht zwar ISD Nord, aber ihr dürft alle kommen. Und wir wollen die 100er-Marke knacken. Ja, und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ja. Ja, dann Mastergroup, klar. Dieser Kreis, der gehört hier auch ganz wesentlich rein in diesen Vernetzungsteil. Mastertreffen, Mastergruppe nächstes Jahr. Hatte ich vorhin angesprochen. Und jetzt noch so eine kleine Sache, ISB Afternoon Tea, was wir auch in dieser Richtung machen. So ein ganz kleines Format an einem Mittwochnachmittag für 3 Stunden zu einem Thema, wo wir jemanden einladen, was zu berichten, auch aus seiner Werkstatt, aus dem, was ihn gerade beschäftigt, meistens natürlich Netzwerker oder Master. Und wir laden 10, 12, auch, haben wir auch ausgeschrieben, habt ihr vielleicht gelesen im Netzwerk, Menschen meistens aus der Region, weil sich das für das Format einfach eignet, ein niedrigschwellig ein bisschen was vorstellen, ein bisschen was hören, miteinander in Austausch gehen, im Plenum nochmal sammeln, dann gibt es noch eine Brezel und gut ist. Also ein niedrigschwelliges Angebot mit den Themen, die anliegen, sich zu begegnen. Dann entwickeln Bücher. Der Bernd ist ja wirklich, wirklich im Ruhestand. Also er macht ernst, hat er immer selbst gesagt, er ist eigentlich viel unterwegs, er schreibt aber nach wie vor, er ist gerade dabei, ein ISB-Konzepte-Kompendium auf Englisch zu schreiben, das ist auch schon gut in der Mache. Also er hat sich nochmal hingesetzt, um die Konzepte auf Englisch, in seinem Englisch niederzuschreiben, das ist jetzt gerade im Radikat. Das wird lohnt auch dann ins Deutsche zurückzuübersetzen, weil die Sprache dann
anschaulich erleichtert als, ja. Als die Urbücher. Ja. Also das ist sogar, ja, das. Ja, wir machen da auch ein zweites Bändchen draus, nämlich wir übersetzen tatsächlich das englische Buch zurück ins Deutsche und dann gibt es ein zweites Lesebuch, was den gleichen Inhalt hat, nur dann in Deutsch. Dann hat er... Dann hat er ein Gelernkulturlesebuch gerade in der Mache. Es war eigentlich ein Seminar, was er in Stuttgart gehalten hat zum Thema Lernen und Lernkultur. Und das ist eigentlich transkribiert worden. Da gibt es so eine Art kleines Lesebuch zu dem Thema, weil uns das ja schon seit langem beschäftigt. Und das Dritte, was wir gerade in der Mache haben, ist systemische Strategiearbeit. Da haben wir ja letztes Jahr so einen Entwicklerkreis gehabt zu dem Thema. Und da wollen wir auch so ein kleines Büchlein rausgeben, was die Essenzen dieser Thematik zusammenfasst. Und was in diesem Zug für uns wichtig ist, ist das, was ich vorhin angesprochen habe, was tritt an die Stelle von Bernds Entwicklerkraft der letzten Jahrzehnte. Und da sind wir gerade dabei, einmal natürlich im Lehrtrainerkreis, im Masterkreis, aber auch in Themenkreisen zu entwickeln. Wir nennen das ISB Open Innovation. Da gab es letztes Jahr diesen Kreis, der sich mit systemischer Strategiearbeit auseinandergesetzt habe, den ich installiert habe mit dem Volker zusammen. Und jetzt dieses Jahr, nächste Woche, haben wir ein Event zum Thema Digitalisierung und Beratung. Da ist auch der Carsten mit dabei, wo wir also auch Themen aufgreifen und dann eben in anderen Formaten als sozusagen einer setzt sich hin und schreibt es nieder, Dinge zu entwickeln, die für uns und auch für unsere Menschen aus unserem Dunstkreis Relevanz haben. Und da haben wir jetzt immer so den Modus, wir treffen uns 2, 3, 4 Mal, in diesem Fall waren es jetzt 2 Mal, und machen dann so ein kleines Format von einem Tag, wo wir das mit anderen, ja, wie soll man sagen, weiterdenken, weiterspielen, auf Tauglichkeit prüfen oder auch weiter dazu entwickeln. Also Alumni-Arbeit, das ist dann einfach der Teil, wo wir auch sehen, dieser Vernetzungsteil und der Entwicklungsteil, der geht natürlich ineinander über, weil es auch da für uns andere neue beteiligungsorientierte, selbstorganisierte Formen der Entwicklungsarbeit braucht oder brauchen kann. ISB als Plattform, das hängt so dazwischen. Und was wir dazu ganz konkret, und das zeige ich euch jetzt noch zum Abschluss, entwickelt haben, ist unser ISB Campus. Mal Hand hoch, wer war da schon auf der neuen Campus-Oberfläche? Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Also da verfolgen wir eine klare Open-Source-Policy ja schon seit Jahren, dass wir nahezu unsere gesamte Entwicklung, unseren Fundus auch unseren Netzwerkern erstmal zur Verfügung stellen, euch, den Alumni. Jetzt haben wir, ja, die Almut war mitbeteiligt, 1 Jahr, 1,5 Jahre daran gearbeitet, diese bisherige Campus-Oberfläche nochmal ganz neu aufzusetzen. Das ist für uns schon immer auch ein Riesenbrett, weil wir kein Technologieunternehmen sind und trotzdem braucht es diese Digitalisierungsseite, ISB Digital. Und sagen wir mal, der innerliche Teil ist auf jeden Fall der, dass wir dann nach wie vor eine Strategie verfolgen, eine Policy verfolgen, dass die Dinge verarbeitet werden sollen, dass sie euch zur Verfügung stehen, damit ihr damit wirksam werdet. Und das ist diese Plattform jetzt, glaube ich, nochmal sehr viel besser geworden. Und wir werden sie sicher zukünftig auch noch mehr in Richtung Kollaborationsplattform ausbauen wollen, weil das auch nicht nur von uns kommen muss, sondern das kann auch unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten mal auch betrachtet, soll es auch dazu dienen, dass ihr eure Dinge, die ihr teilen wollt, zur Verfügung stellt. Also das ist sicher so 2.0, dass wir diese Plattform noch mehr in Richtung Kollaborationsplattform ausbauen. Und ich will sie euch ganz kurz zeigen, weil es euch einladen soll, es wirklich mal auszuprobieren. Der Bernd war jetzt mit seiner Institutsleitergruppe auf La Gomera und hat sich wirklich richtig rangesetzt und hat sich's angeguckt. Er war jetzt nicht so richtig eng dran an der Entwicklung in diesem Jahr und er hat gesagt, es ist richtig, also man muss sich ein Stück einarbeiten, aber es ist richtig gut geworden. Und ihr findet das hier oben, könnt ihr das sehen, ich gehe mal so ein bisschen runter, unter Campus. Das seht ihr hier unten schon, das ist eine Oberfläche, die wir sehr viel besser redaktionell auch steuern und betreuen können, wo wir Dinge rausgreifen, wo wir Dinge mal auf die
ersten Oberflächen nehmen, da gibt es das Stichwort Themenkörper, da gibt es das Thema, das werden wir gleich noch sehen, Merklisten. Also das ist jetzt erstmal die Oberfläche, die ihr seht, wenn ihr euch auf diesen Link begebt. Es ist bewusst so gemacht, dass wir sozusagen verschiedene Zugänge gelegt haben. Den breitesten Zugang habt ihr als Alumni. Das heißt, da legen wir fast den kompletten Fundus an Materialien und auch an Didaktiken offen, das zeige ich euch gleich. Es gibt dann auch die Möglichkeit für sogenannte Nicht-Netzwerker, sich als Interessenten oder Gäste zu registrieren. Also das heißt, wir haben das in einem kleineren Teil dann auch geöffnet für Menschen, die sich einfach für unsere Konzepte und unsere Entwicklungen interessieren. Und es gibt einfach einen Teil, der sowieso öffentlich ist, den sich jeder anschauen kann, auch wenn man sich nicht registriert hat. Ich melde mich jetzt einfach mal an. Und was, glaube ich, zur Orientierung gut ist, ist einmal die Sortierung nach Themen. Wir haben also mal gesammelt, welche großen übergreifenden Themen gibt es, die wir am ISB bearbeiten. Und haben jedes Dokument, das waren Tausende, in die Hand genommen. Jedes Dokument hat eine eigene ID mittlerweile. Das ist auch für sozusagen das, was da an, ja, vielleicht auch ein bisschen Wildwuchs in den letzten Jahren entstanden ist, natürlich ein Riesensprung für uns, dass wir jedes Dokument, jedes Konzept, jede Grafik mit einer eigenen ID versehen haben und das dann auch viel besser pflegen können. Und dann haben wir das verschlagwortet, in Kategorien zugeordnet, sodass man das auch steuern kann und auch danach suchen kann. Das zeige ich euch gleich. Also einmal die Sortierung nach Themen. Dann gibt es die Sortierung nach Medien. Also Schriften, Videos, Audios, Modelle, Didaktiken und dann auch sowas wie Themenkörbe, hatten wir gerade schon, und Merklisten. Also zu dem Thema Coaching haben wir mal gesucht und haben dann eine Merkliste entstellt. Und diese Funktion steht auch euch zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt erstmal eure eigenen Zusammenstellungen als Merkliste anlegen, für euch abspeichern und ihr könnt diese Merklisten auch anderen zur Verfügung stellen, also könnt diese Merklisten teilen. Sodass man sagt, ja, ich habe mir mal eine Merkliste zum Thema Change zusammengebastelt und die nutze ich selbst, aber die gebe ich auch anderen Netzwerkern frei. Was ist eine Merkliste? Ich gehe mal drauf. Das ist, ich gehe mal auf Führung. Das ist eine Zusammenstellung unterschiedlicher Medien zum Thema Führung. Also du siehst da Schriften, dann siehst du Audios, dann siehst du Videos, dann gibt es später noch Einträge aus dem Glossar und hinten raus noch Didaktiken. Das ist dieses Kästchen hier, Arbeitsmaterialien. Und das ist das Click-to-Transfer, also PowerPoint. Da unten ist die Nutzungsinformation. Wir sagen, es ist in Ordnung unter dieser Creative Commons Lizenz die Sachen zu nutzen, wenn ihr uns als Quelle stehen lasst. Das ist die Vereinbarung, der sich jeder anschließt, der das nutzt. Dann gibt es Events, das sind einfach Mitschnitte aus öffentlichen, teilöffentlichen Veranstaltungen. Und jetzt didaktisches Material. Und das seht ihr, wenn wir da unten drauf gucken, wir haben dann auch das didaktische Material nahezu komplett freigegeben. Und über die Suche könnt ihr da sehr, ja, wirklich differenziert die Sachen anklicken, suchen. Also Deutsch-Englisch, dann dieser Didaktiktyp. Nach was suche ich eigentlich? Spiegelungsübungen, Reflexionsübungen, Handout, Fragebogen, Schlüsselbegriff. Dann ein Niveau, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Da sind wir immer noch im Hintergrund am Arbeiten, weil das gar nicht so einfach ist, dem einen Reifegrad zuzuordnen. Dann Settings, Einzelcoaching-Teams, Führungskräfte, Großgruppen, Konflikt. Und auch sogar bei der Didaktik die Dauer. Also suche ich nach einer Stunde Übungseinheit oder nur nach 15 Minuten. Und ich gebe jetzt einfach mal ein, Change. Und dann seht ihr das, also zum Thema Change. Ich habe jetzt alles angeklickt gelassen. Anwendungsübungen, Designübungen, Handout, Input, Reflexionsübungen, Spiegelungsübungen, Schlüsselbegriffe als Audio. Also da kriegt man erstmal einiges angezeigt. Das ist die Didaktiksuche. Und dann hier oben noch Netzwerkforum. Das betrifft den Netzwerkverteiler, den ihr ja alle kennt. Also die Mailinglist, die nach wie vor super funktioniert, die wir aber verändern müssen aus DSGVO-Gesichtspunkten. Wir setzen also nach wie vor auf dieses Medium, weil es sich einfach seit Ende 2000 bewährt hat. Es läuft also schon über 15 Jahre.
Ihr kriegt das ja mit. Lest ihr die Sachen auch mal Handzeichen? Wer liest die Sachen? Ja. Da kommt einfach nach wie vor unglaublich viel zusammen. Ich glaube, vielleicht seid ihr auch in anderen dieser Art von Verteiler. Ich kenne keinen Verteiler, der so rege sich austauscht, mit so viel auch Freigiebigkeit des Teilens. Und dann, das setzen wir, oder da müssen wir ein anderes System aufsetzen, was aber in der gleichen Logik funktionieren wird. Und die Idee dabei ist, deswegen ist das hier geparkt, am Ende nur noch Single Sign-On. Also du meldest dich, wenn du diese Art von ISP-Services nutzen willst, nur noch einmal an auf einer Oberfläche. Und dort findest du dann die verschiedenen Unterplattformen. Das ist jetzt einmal dieser Campus bislang, das ist zukünftig das Netzwerkforum. Und für die laufenden Curricula, die also jetzt laufen, gibt es eben auch einen geschützten Lernraum, wo wir die Materialien, das, was im Curriculum vorkommt, diesen Gruppen als Kleingruppen, als geschützte Gruppen zur Verfügung stellen. Und das ist dann dieser Mein Campus-Teil. Da ist jetzt zum Beispiel hier das Masterprogramm 2015 noch drin. Ja, wer ist denn hier alles da? Die Brigitte, die Anke, ja, die Gabi, also die Birgit. Gruppenbezogene Oberflächen, wo wir Nachbereitungen zur Verfügung stellen und auch ja, Kommunikationsmöglichkeiten bestehen, die aber momentan noch nicht so arg genutzt werden. Das heißt, die Expertensuche wird hinterher auch auf das Netzwerkforum zugreifen? Ja, 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 ja. Das ist noch, da haben wir noch ein Brett zu bohren. Später, ja. Aber die Suche soll später so funktionieren, dass wenn man die Suchfunktion bedient, dass die auch diese Netzwerknachrichten durchsucht und diese Ergebnisse mit ausspuckt. Ja. Ja, und dann gibt es sowas wie mein Profil verwalten und eben auch meine Merklisten verwalten. Das ist jetzt nur meine eine, die ich da mal angelegt habe. Also da kann dann auch für jeden Einzelnen so sein eigenes Portfolio entstehen an Materialien, was ihr dann auch zur Verfügung stellen könnt, wenn ihr das wollt. Dann haben wir noch 2, 3, 4, 5 Minuten Resonanz, Fragen reinzugeben. Oder wir lassen es auch gut sein. Geht auch. Also mir ist nur ein Bedürfnis zu sagen, dass ich diesen Campus total irre finde. Ja. 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 Das gebe ich auch weiter an das Team, das Campus-Team, an Almut, an Laura, an Jutta, an Lisa, an Amadeus, die da alle mitgeholfen haben. Das ist schon viel, viel Arbeit gewesen. Ja. Gut? Nö, einfach vielen Dank. Guten Appetit. Guten Appetit. Bis morgen früh. Ja. Schönen Abend.